Was wollen wir spielen eigentlich? Lass uns gleich Dominik. besprechen. Besprechen wir gleich. Ey Leute, was geht? Supergrump mal wieder back in black. Okay, das war gefailt. Nochmal von vorne. Das passiert mir sonst nie, Junge. Oh mein Gott. Okay. Ey Leute, was geht? Supergrump mal wieder back in black. Heute sind circa so ungefähr gefühlte 135 Milliarden Grad draußen. Und ja, an diesem wunderschönen Tag hocke ich zu Hause in der Bude und zocke mit meinen besten Zockerkumpanen. Hier einmal Black Ops 2 ist angesagt, ne? Ihr seht das schon im Hintergrund. Und wir haben uns ausgedacht, wir spielen heute mal Domination, Herrschaft und failen heute richtig hart, haben wir gehört. Ja, und ich habe jetzt gerade mein Orbi aus Versehen rausgenommen. Ich spacken. Und ja, meine Freunde, mir ist gerade letztens, gestern war es so richtig geil, ne? Das war so richtig geil, meine Freunde. Also, ihr wisst ja vielleicht, der ein oder andere, der YouTuber ist, es gab mal vor dem Designwechsel noch den Posteingang. Und ja. Irgendwie habe ich gerade was total verpeilt. Ich bin heute total verpeilt. Ich habe übrigens zwei Gäste dabei, bevor ich das jetzt erzähle, ne? ja, hier sind nämlich der gute Ice-D und der Tom dabei. Sagt mal Hallo. Also, Hallo sagen wir ganz gut. Ja, okay, hallo. Tom, sag Hallo. Alter, so ein. Was ein Noob. Spielt er mit der Elsat. Okay, sie wollen nicht Hallo sagen. Jedenfalls, der ein oder andere von euch weiß bestimmt, dass es sowas wie einen Posteingang gibt. Und dieser Posteingang ist richtig minderwertig seit dem neuen Designwechsel, weil der existiert noch, aber ich habe ihn nicht wiedergefunden. Und das bedeutet, ich habe ca. 20, 30 Nachrichten auf meinem Kanal gehabt. Und das Geilste ist nämlich. Alter, ohne Scheiß. Das Geilste ist nämlich, ich habe den gestern wiedergefunden. Und ich wurde von 5 Netzwerken angeschrieben, meine Freunde. Von 5 Netzwerken, die auf meinem Kanal Werbung schalten möchten und die es richtig ernst meinen mit mir. Und ja, was bleibt da noch zu sagen? Die wollen mich halt partnern und Werbung auf meinem Kanal schalten. Und das ist natürlich richtig Haiwan-Modus-like und ja. Ich bin total orientierungslos, ihr wisst, ich kann nicht spielen. Granate. Alter, warum spiele ich ohne Flag Jacket? Ja, und das bedeutet, ich werde meinen Kanal bald partnern lassen. Und das ist natürlich richtig hammergeil. Und ja, meine Freunde. Ich werde durch die Wand andauernd geholt. Das ist so richtig scheiße. Und ja, ich habe den erstmal. Und die Nachrichten habe ich vor 3 Monaten bekommen. Natürlich richtig minderwertig. Ich habe erstmal richtig wie ein Bastard nicht geantwortet. Und ja. Das ist natürlich scheiße. Alter, das ist eigentlich ein scheiß Clan ist das! Gum-Gum, du Bastard-Camper! Ja, wahrscheinlich hast du einen 8-0, ne, weil du deine Eckhox. Ich hol den jetzt. Ich hol den jetzt. Ist mir scheißegal. Das Commentary ist eh im Arsch. Da ist er. Ja, kann ich dir, Nico, ey. Dieser scheiß Pisser. Warum Commentary im Arsch? Er ist falscher Gegner. Mann. Wir verlieren Alpha. Gut. Ja, das Kommentar ist im Arsch. Guck dir meine Quote an. Das kann man doch nicht hochladen, ja, aber scheiß drauf. Ja, okay. Ja, okay, wir gehen raus. Ich habe den 3 Monate lang erstmal nicht geantwortet. Und das ist natürlich richtig minderwertig. Hab den jetzt gestern nochmal zurückgeschrieben und habe auch eine Antwort bekommen. Das Angebot steht noch. Ich gucke mir jetzt erstmal den Vertrag an und was die so zu bieten haben. Und dann mal gucken. Vielleicht schalte ich bald Werbung. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich für euch. Allerdings werde ich mir dafür eine Webcam kaufen. Und das Geile ist daran dann nämlich, das habe ich nämlich so geplant. Ich mache dann, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fändet. Habe ich so geplant, so mir ausgemalt, zum 1000 Abonnenten-Special, das ich in 1 Million Jahren irgendwann mal machen werde, wenn ich sowieso schon 2000 Abonnenten habe in 20 Millionen Jahren, werde ich nämlich ein Webcam-Video machen, ein Real-Life-Video, wo ich mich dann auch mal richtig zeige. Der ein oder andere interessiert sich vielleicht mal darüber, wie ich auf einer Webcam aussehe. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig geil, meine Freunde. Ja, ich weiß zwar nicht, wie viel dabei zusammenkommt, aber ich hoffe, es reicht für eine Webcam. Also, ich würde es dann auf jeden Fall direkt wieder in den Channel investieren. Was muss er eigentlich labern? Ist er eigentlich arschbehindert? Nee, ja. Ich habe gerade oben gelesen, was ich gerade geschrieben habe. Nee, ihr habt irgendwie ein Smiley geschickt. Ich
hab Scheiße geschrieben. Ach so, ja, okay. Ich lache jetzt erstmal die Abonnenten aus, die jetzt erstmal gerade zurückgespult haben und um zu lesen, was da steht. Ja, mute noch einfach. Ja, und der gute Ice-T wollte hier noch etwas erzählen. Nämlich, als er sich, als er 9 war, so ein Bein gebrochen hat. Ich weiß selber nicht, was er so zu labern will. Aber vielleicht ist es ja ganz interessant. Also, hau raus, Junge. Das ist jetzt 0, Jocke, drück mal ganz auf. Aber ja, kommen wir zu meiner Real-Life-Story, ne? Aber ja. Alter. Abgehen. Mein Schatz. Gönn dir, Brüdi. Gönn dir. Also. Ich finde ja die geilen Herbststürme, ne? Wenn die Sand fassen, hat die das geile Gefühl, ne? Wir gewinnen. Ja, und dann ich und so zwei Kumpels. Ne, ein Kumpel und so ein Mädel, ne? Mir. Ja, mit Tom. Ihr könnt dann auch noch was sagen. Was mit Seema. Was er auch hatte. Auf jeden Fall beste Geschichte, EU. Ja, ne? Dann. Ich freue mich so, ja. Wir haben das auch einen Tag davor gemacht. Dieses sowas machen, ne? Da habe ich. Alles mir nicht passiert. Und dann, einen Tag danach. Ich gehe vor so eine Brücke. Ne? Und da unten ist so ein Gebüsch. Wir dachten so, ja. Läuft. Immer ganz weich und so, ne? Okay, denken wir nichts dabei. Ich so. Ganz spring runter, ich so auch und dann gebrochen. Läuft erstmal. Einen Tag vor den Herbstferien. Also genau am Tag vor dem Herbstferien anfangen. Und den Tag könnte ich direkt und die ganzen zwei Wochen könnte ich direkt im Krankenhaus verbringen. Wow. Was für eine Story. Story. Und, ja. Stereo-Anlage. Das ist noch. Wir haben B verloren. Ihr kennt ja Mütter, ne? Nee. Was wahrhaben, ne? Ich habe keine Mama. Nee, zum Beispiel, wenn du eine 5 Gramm in die Hand machst. Oder du hast dir irgendwas gemacht, das hast du nicht. Und meine Mutter so, da war ich schon gut gebrochen und die so, nee, das ist angeschwollen. Und es war komplett einmal gedreht. Mein Spiel ist Alter! Boah. Oh, ja, da sieht man, Tom. Ja. B wird gesichert. Und wow, du siehst toll aus, Tom. So als Statue. Ja, halt, ne? Richtig. Hä, was ist denn los mit ihm? Nur Abfucker-Lobbys. Konnte ich im Krankenhaus verbringen. Mein Herz wäre drin. Alter. Aber, ja. Ne? Ja. Ja. Hättest du eine kleine Antwort für mich? Also, meine Freunde, ich kann dazu auch noch was sagen. Das fällt mir auch gerade ein. Ich habe mir auch schon mal den Arm gebrochen, aber nur einmal, aber auch nur angebrochen, ne? Und das war so richtig minderwertig, da war ich auch irgendwie so 9 und das ist so richtig minderwertig passiert. Also ich war so 9 Jahre alt, ein kleiner Kackspaß, ne? Der nicht richtig leben kann und dementsprechend als Kackspaß, der nicht richtig leben kann, habe ich mir den Arm gebrochen, indem ich auf einen Baum geklettert bin, an einem morschen Ast gegriffen hat, der in 1 Meter Höhe ist und ich bin dann runtergefallen auf meinen Arm und bin dann von einem 1 Meter hohen Baum gefallen und naja, so wie das dann so ist, ne, ist das natürlich etwas peinlich, wenn man so stirbt und, ne. Stirbt. Ja, hi. Tom, ne, der sich auch gerade die andere, der kein Ende, kann ja auch mal mit der Story jetzt, also die gleiche Story erzählen, nur was mit dem was jetzt ist. Ja, und dann war ich, genau. Ich hasse mein Leben. Was war denn nochmal? Ach ja, du bist ja mit der Fresse ins Gebüsch gefallen. Oh mein Gott, dieses Scheiß-Lobby! Oh, ey. Genau. Es ist so kacke. Man kann nach der Schule einfach nach Hause kommen, kann man nicht zocken. Es ist zwar erst schon 17 Uhr, aber. Das ist doch kacke, Foku. Wahrscheinlich wächst er sich jetzt ein auf seine Quote. Also, der Tom, also wir sind genau am Tag, wo die Sommerferien angefangen haben. Sind wir losgefahren mit dem Fahrrad dann? Um uns. Oh ja, das kann doch nicht sein! Wo ist das denn hergekommen? Was haben die jetzt EMP? Und dann ist der mich das auf. Wir werden auf einmal fliegt der, also stoppert der und fliegt mit der Fresse ins Gebüsch. Jo. Wow. Das hast du jetzt zum dritten Mal erzählt, glaube ich. Mit meinem gebrochenen Fuß und so, ne? Ja, trotzdem. Alter, sie kommt zu zweit! Ich hasse es so! Ja, Hand an Hand. Mit zwei verheiratete Kinder. B wird gesichert. Ja. Mit auch verheiratete Kinder. Mensch. So, was laberst du da eigentlich gerade? Vier verheiratete Kinder. Alter, mein Auge, Junge!
Scheiß Allergie. Ich hab hier verlieren weh. Ja, und dann musste ich erstmal die Krankenhaus verbringen. Und da wurden wir zum Krankenhaus gefahren sind, ne? Mit angebrochenem Fuß. Kennt ihr mal diese geilen Kurven so, ne? Ne? Und dann, immer bei jeder Kurve musste ich schreien, weil mein Fuß sich dann immer bewegt hat. Also, so rum. Weiß das. Wollen wir erstmal rausgehen. Wie heißt das hier? Rumge. Was? Zwei, ja, drei. Guckt euch das Emblem bitte an. Deins? MG Ladefehler. Aber? Wem? MG Ladefehler. So ein Mongo. Ah, oh, wir haben noch gerade über ihn gesprochen, ey. Über den bösen Mann. So, langweiligerweise nochmal den gleichen. Heute, das gleiche Teil nochmal. Heute sind auch übrigens meine neuen Kopfhörer angekommen, endlich. Also meine neuen, nicht mein neues Headset, sondern meine Kopfhörer. In-Ears. Von Sony. Die Ninja-Teile. Mhm. So, Freunde der Sonne, ey. Irgendwie bin ich von meinem Headset zu verwöhnt. Echt? Sagst du das? Ja. Krass. So, jetzt erstmal Double-Hit-Besitz. Läuft mir hart. Geil. Mhm. Der Hase. Braucht auch die Nase. Einer Mitte. Ich dachte, spielen wir gerade gegen Bots oder so? Also, ich denke nicht. Leute, Alter, ich bin todesrot. Oh, ist das schon wieder der Shooter? Ich hab den nicht gesehen. Da, ne. Ababo. In Half the Orbit. Abapo. Abapo. Ich bin auch irgendwo auf dem Viertel oder so. Mann, ich weiß nicht, wo sie spawnen. Nico, hast du mich im Haus gesehen? Der sagt ja. Ey, ich komm mal zu euch, ja. 8-0. Ich kenn mal ein bisschen mit euch. Am rumlungern, ey. Nico, wann hast du in Orbit? Ich bin grad auf dem Viertel. Echt? Oh, Alter! Oh. Du rutschst die Kacke, Alter. Ich hab grad eine FAL. Rot wie ein Tampon, sagst du? Ja, ja. Ah! Hilfe! Wo seid ihr bitte? Was macht ihr da in der Mitte? Hey, was? Du bist in der Mitte. Ihr seid beide in der Mitte. Das ist der Raid, Alter. Das ist rechts außen, Mann. Das ist rechts außen, das ist die Mitte für mich. Die Mitte ist die Mitte halt. Bleib mal stehen, komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm her. Ich will kurz vorbei, Alter. Komm mal her, guck mich an, 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 Hurensohn. So, da ist noch einer. Oh, ich bin rot, Tampon. Das ist so eine Missgeburt. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ja, die spawnen auf der anderen Seite. Oh, oh. Ah, tschö. Orbit. Zu sein Haus. Abschluss. Alter, jetzt wird mich gefickt, Alter. Ah, ich sie bitte lassen. Mann. Verbündete EMP-Systeme detoniert. So, jetzt bin ich hart am Nehmen. Mann. Ja, der Hitler tötet mich. Eis, du machst jetzt Nuke, okay? Mach für mich Nuke. Ein Team Deathmatch auch noch. Ja. Yeah. Oh, das okay, das wird jetzt kompliziert. Ich glaube, das schaffst du nicht, Junge. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. So. Hast du mit? Ja. Okay. Oh, dreifach kill. Das ist ja ein gutes Gamble, was ich habe. Ist echt so. Ich bin tot, aber auf Orbit.
Hab doch gesagt, dass ich rasiere. Orbitaleinheit unterwegs. Orbitalsatellit ist Orbital. Ich halte sie aus den Häusern raus. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht auf dich. Geil. Ach, ja. Schon zu begrenzt sind die Kammerjäger in der Ecke. Gib ihn. Ja, ich bin hier mit der wieder am rumfliegen. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Alter. Panzerkillerdrohne eingesetzt. Nur noch einer. Es war nur noch einer. Verbündeter Blitzschlag steht davor. Ich mach mal die Autos kaputt. Ich hab ja wirklich nichts Besseres zu tun. Alter, warte mal, ich muss Sound etwas machen. So, los geht's. Oh, meine Freunde. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Schreibt im Kommentar, ob ihr mehr von mir wollt, ne? Ja, wollt ihr mehr vom sexy Ice-Tea? Schreibt's in die Kommentare. Ich glaube, das Gameplay ist sowieso schon in Überlänge und es langweilt euch ein bisschen. Vielleicht eventuell, aber ich weiß es ja selber nicht. Alter, wo hockt der denn? Ich weiß es nicht. Er hockt. Er ist eine richtige Missgeburt. Okay, ich glaube, ich weiß, wo er ist. So glaube ich. Ich renne jetzt mal unten hin. Ich glaube, der hat sich da irgendwie verbarrikadiert. Lol. Er hat ihn schon wieder, ey. Ich frag mich echt, wo er ist. Richtig Kanten. Wo ist der denn? Freundchen, was machst du hier? Hat der jemand eine Drohne? Oh, er verarscht uns, was ein Hurensohn! Ohne Spaß! 74, 12 und er trollt uns. 74, 21, komm. Ohne Scheiß, was eine Missgeburt. Bitte, der liegt irgendwo. Das ist ja streulich. Vielleicht ist er bei dir da hinten. Hast du da hinten schon geguckt um die Ecke? Nee, ja, ne? Oh, Alter. Guck mal hinterm Bett. Ey, das ist so richtig minderwertig von ihm. Ey, das ist echt. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist er rausgegangen! Was eine Missgeburt. Ein Kill vor Gewinn. Er geht raus. Er ist so ein Spaß. Oh, epic. Ja. Ja, Freunde, das war's dann erstmal mit dem Commentary. Schreibt's, welches euch gefallen hat. Ja, diese Runde war wenigstens einigermaßen gut und ja, damit verabschiede ich mich dann auch mal und wir sehen uns dann im nächsten Commentary wieder mit einer Diskussion über Redefreiheit und Medienfreiheit. Also auf Wiedersehen. Ich bin der Boss! Deine Mutter ist der Boss! Und kein anderer!